Hallo und schönen guten Tag, liebe Leute. Heute gibt es eine Rezension zu einem Buch, was ich tatsächlich durch Zufall beim Stöbern in einem Buchladen gefunden habe. Man hält es nicht für möglich, tatsächlich passiert sowas noch. Es geht um Verflucht von Chuck Palahniuk. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch ihn kennt. Es ist auf jeden Fall der Mensch, der hinter Fight Club steckt. Das war sein Buch. Er hat auch andere Bücher geschrieben, die in anderen Verlagen erschienen sind. Aber das hier ist in Manhattan erschienen und ist eine sehr krude Mischung aus allem Möglichen und selten so, wie man es erwartet. Ich lese mal den Klappentext. Hallo, Mr. Satan, hier spricht Madison. Das sind Madisons erste Worte in ihrem neuen Zuhause, der Hölle. Wie sie dahin gekommen ist? Ihre Eltern sind nicht ganz unschuldig daran. Ihre Mutter, eine selbstverliebte Schauspielerin, und ihr Vater, ein geldverliebter Millionär, lassen ihre Tochter über Weihnachten in einem Schweizer Internat zurück, während sie selbst weiter Waisen adoptieren. Madison katapultiert sich derweil mittels einer Überdosis Marihuana ins Jenseits. Dort trifft sie unter anderem auf einen Cheerleader, eine Sportskanone, einen Außenseiter und einen Punk. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, Satan zur Rede zu stellen. Aber so leicht können sie der Hölle nicht entkommen. Ja, ich habe tatsächlich dieses Buch gesehen und mich hat das Cover so angesprochen, dass ich gedacht habe, das muss ich mal probieren. Und tatsächlich ist es eine völlig abgefahrene Mischung aus, ich weiß auch nicht, Bizarro Fiction, ein bisschen Fantasy, ganz, ganz schwarzer Humor. Natürlich ganz viel Sozialkritik und Sozialdrama da drin, was Chuck Palahniuk sehr versteckt und häufig hinter irgendwelchen humorvollen, völlig überzogenen Ideen versteckt eben. Es beginnt damit, dass Madison tatsächlich in einer Kerkerzelle in der Hölle aufwacht, um sie herum die eben beschriebenen Leute, und fragt sich als junges Mädchen, was mache ich hier eigentlich? Und da geht es eigentlich schon los. An einer Überdosis Marihuana kann man, glaube ich, nicht so ohne weiteres sterben. Sie kriegt es aber hin. Und ich glaube, das ist schon so eine anfängliche, mit leichtem Augenzwinkern verpackte Kritik des Autors, dass gewisse Drogensorten da irgendwie immer verteufelt werden. Ich kenne mich damit nicht aus, keine Ahnung. Vielleicht kann man auch an Marihuana sterben. Ich weiß es einfach nicht. Ich will es auch nicht rausfinden, von daher. Auf jeden Fall sitzt sie da in diesem Kerker, in dieser Kerkerzelle um sie rum. Andere Leute, von Zeit zu Zeit tauchen mal Dämonen auf. Und hier wird es wiederum für die echten Phantasten interessant, weil das sind alles Dämonen, die tatsächlich aus irgendwelchen alten Kulturkreisen stammen. Da ist ein sumerischer Dämon dabei oder ein alter ägyptischer, ein alter, gottähnlicher Dämon, der aus irgendwelchen römischen Überlieferungen kommt. Da hat er sich sehr viel Mühe gemacht, tatsächlich diese Dämonen irgendwo herzuholen. Und Madison trifft auf ihrem Weg durch die Hölle, weil sie kommt aus diesem Kerker frei, nimmt diese Kollegen da mit und dann wandert sie erstmal durch die Hölle. Auch immer mal wieder auf Schauspieler oder Schauspielerinnen, die auch in der Hölle sind. Und sich dann manchmal fragt, warum eigentlich sind die in der Hölle? Dieses ganze Höllenszenario, was immer wieder durch Rückblenden abgelöst wird, wie Madisons echtes Leben war und wie fürchterlich diese Eltern waren, die auch völlig überzeichnet sind, die ihre Tochter da alleine im Schweizer Internat lassen, und zwar so alleine, dass er wirklich niemand mehr ist, außer dem Hausmeister. Und im tiefsten Winter ist Madison da alleine und fängt dann irgendwann an, auch selber so ein bisschen zu verwahrlosen, rennt irgendwann nackt durch dieses Internat und bleibt zu guter Letzt an der Türklinke festgefroren, weil es so kalt ist, und sie dann erstmal völlig nackt an einer festgefrorenen Türklinke fast verreckt. Völlig irre Ideen, aber in der Hölle wird es noch weitaus irrer, weil diese Gruppe kommt zum Beispiel an dem See des vergeudeten Spermas vorbei, an einem Blutfluss oder an einem Berg aus Zehennägeln, Windelhaufen, völlig ekelhafte Sachen. Und auch die ganze Sprache in dem Buch ist völlig verworren. Werden die ekelhaftesten Sachen da erzählt. Zum Beispiel werden dann Menschen oder die Seelen, die da unten als Menschen sind, von Dämonen mal wieder aufgefressen oder zerhackt oder zermanscht und tauchen dann aber Sekunden später sich materialisierend wieder auf. Völlig irre.
Und Madison möchte natürlich raus aus der Hölle. Sie hat da, findet es da nicht so toll und die anderen wollen eigentlich auch raus. Und jetzt suchen sie halt irgendwie einen Weg, mit Satan zu kommunizieren und müssen auch erstmal durch bürokratische Hürden durch, weil es natürlich klar, wenn irgendwas höllenverdächtig ist, ist es die Bürokratie. Das ist, glaube ich, auf der ganzen Welt so. Mehr verrate ich jetzt erstmal nicht vom Inhalt. Wie schon gesagt, es ist eine völlig abstruse, völlig überzeichnete, völlig übertriebene, abgefahrene Mischung aus schwarzem Humor, bizarro Fiction, Extreme Horror, also da ist wirklich alles irgendwie drin. Ich möchte nicht sagen, dass das meine bevorzugte Art von Literatur wird. Ich gehöre auch zu den Leuten, die Fight Club nicht so großartig fanden wie viele andere. Ich habe aber nur den Film gesehen, den fand ich nicht schlecht, aber eben auch nicht ganz so großartig. Und ich glaube, Chuck Palahniuk kann vor allen Dingen eines, nämlich völlig abstruse und wirre Geschichten konstruieren, ohne sich an irgendwelche Regeln zu halten. Es ist nichts, was ich dauerhaft lesen würde. Ich würde dieses Buch auch nicht noch ein zweites Mal lesen, weil so im letzten Drittel fängt es wirklich an, sich zu ziehen. Und irgendwann, zumindest geht es mir so, hat man dann einen Overkill an diesen abstrusen Ideen. Trotzdem ist es eine völlig neue Gattung von Literatur, möchte ich das jetzt mal bezeichnen, weil es halt einfach abstrus ist. Und gleichzeitig ist dieser Charakter der Madison so schön gezeichnet und wird so liebevoll beschrieben. Es wird gar nicht wie ein junges Mädchen, sondern eigentlich wie eine erwachsene Frau, die sich in einem jungen Mädchen versteckt hat. Unheimlich viel Selbstreflexion, unheimlich viel philosophische Gedanken und dann sitzen sie wieder am See des vergeudeten Spermas. Also völlig abstrus. Ich kann mich auch nicht wirklich entscheiden und ich weiß auch nicht, ob sich Chuck Palahniuk wirklich entscheiden kann, was er eigentlich will und was er eigentlich ist. Es ist aber auf jeden Fall ein spannendes und irgendwie völlig neuartiges Buch. Und für mich punktet es tatsächlich durch diese Neuartigkeit. Nicht unbedingt nur durch die Geschichte. Ich mag ja ernsthaften Horror lieber und habe mit Humor so manchmal meine Probleme. In diesem Fall, da es aber halt so viele kleine Ideen sind, die da in der Hölle nochmal dazukommen und die von Madison da gemacht werden, ist es schon ein hochinteressantes und faszinierendes Buch. Und man merkt Chuck Palahniuk auch an, dass er Bücher schreiben kann. Ich bin, glaube ich, niemand, der noch jetzt drei Bücher von ihm lesen muss, die alle so sind. Auf der anderen Seite ist es ähnlich wie bei Carlton Malick zum Beispiel, dessen Bücher The Haunted Vagina oder bei so Novellen wie Die Kannibalen von Candyland. Die bestechen natürlich dadurch, dass sie völlig abstrus sind und dass sie keine Regeln akzeptieren und auch keine Erzählverläufe vielleicht. Und das Tolle daran ist eben die Neuartigkeit. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Chuck Palahniuk kennt oder ob ihr irgendwas außerhalb von Fight Club kennt. Falls nicht und falls ihr Fans seid von dem, was ich eben erwähnt habe, also von Extreme Horror oder Bizarro Fiction, sowas wie Carlton Malick oder so, dann ist das, glaube ich, genau euer Buch. Für alle anderen, die mal neugierig sind, probiert es aus. Es muss einem nicht alles so gut gefallen, dass man davon 5000 andere Bücher lesen muss. Aber ich bin froh, dass ich es mal versucht habe, weil, wie gesagt, so eine Art von Literatur mir nur sehr selten untergekommen ist. Ja, das war Chuck Palahniuk mit Verflucht. Bin gespannt, ob ihr es schon gelesen habt, ob ihr da Interesse dran habt. Freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.